Hallo zusammen, ich habe hier einen Westfalia-Ausbau Columbus und da will ich euch mal den Spannungsabfall zeigen. Ich habe hier den Kühlschrank, der steht jetzt so ein bisschen quer in der Gegend rum. Hier war der Kondensator defekt, da habe ich aber ein anderes Video gemacht darüber. Da habe ich diese zwei Vago-Klemmen gesetzt und ich sehe hier die Spannung am Kühlschrank. Das ist 13,23 Volt. Wenn ich den Kühlschrank jetzt anschließe, beziehungsweise über den Thermostaten einschalte, dann hat er 12,8 Volt. Das heißt, wir haben 0,4 Volt Spannungsdifferenz zwischen dem Start und dem Laufen. Jetzt müssen wir wissen, das ist hier ein Secop-Kompressor, man sieht es wahrscheinlich nicht. Und dieser Kompressor hat folgende Funktion. Er startet auf niedriger Drehzahl mit 2000 Umdrehungen und dann fängt er nach 30 Sekunden an, mit der Drehzahl hoch zu drehen. Er zieht dann fast doppelt so viel Strom und hat auch doppelt so viel Leistung, aber der Spannungsabfall steigt natürlich weiter. Habe ich dann irgendwann eine Spannung von 12,7 Volt, also hier habe ich jetzt bereits 0,5 Volt Spannungsverlust, was an der Grenze ist. Wenn ich jetzt aber hier diese Kabel anschaue, ja, das sind, ich sage mal ganz frech, 2,5 Quadrat sind es nicht. Das ist eher 1 Quadrat oder 1,5 Quadrat, wo ich hier die Zuleitung habe von diesem Kühlschrank. Also das ist relativ dürftig, aber das ist Standard in Westfalia-Ausbau. Wenn das hier also eine Bleibatterie wäre, hier ist eine Lithiumbatterie drin und ich habe 0,5, 0,6 Volt Spannungsabfall, schaltet irgendwann der Kühlschrank aus und er schaltet ein und schaltet aus und schaltet ein. Dann kontrolliert bitte den Spannungsabfall. Wenn der mehr als 0,5 Volt ist, solltet ihr, keine Ahnung was, erzähle ich jetzt nicht, sonst werde ich wieder gesperrt bei YouTube. Punkt. Schaut, dass der Kühlschrank Strom kriegt. Hier verlinke ich euch ein Video mit dem Azubi, mit Max. Spannungsabfall messen. Der hat das innerhalb von 2 Tagen kapiert. Andere so Westfalia-Ausbauer checken das immer noch nicht. Und hier verlinke ich euch das Video über die Steuerung von Westfalia. Sie checken es einfach nicht. Punkt, fertig. Ich wünsche euch ein schönes Wohnmobil, aber wenn ihr technische Probleme habt, ruft mich nicht an. In der Winterzeit können wir wieder drüber reden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.